So, wir sind beim ersten von zwei Einlagelaufen bei 300 Meter Hürden bei den Frauen. Wir können gleich wieder einklatschen hier auf der Bahn 2, die deutsche U16-Meisterin Melanie Böhm. Jetzt könnt ihr einklatschen hier auf der Gegengeraden. Genau, schon mal ein bisschen in Schwung bringen für das Hauptprogramm. Jetzt merken wir auch, dass die Zuschauer da sind. Und mit der 382 Marlene Metzger in Führung auf der Bahn Nummer 3. Wir schauen mal auf der Innenbahn. Melanie Böhm von der Eggenecker S, die U16-Meisterin aus dem letzten Jahr von Köln. Sie ist jetzt in Führung und sie könnte dieses Ding jetzt hier gewinnen. Und jetzt ist sie durch. Melanie Böhm. Wir sind aber vorsichtig, nachdem wir vorhin bei dem Männerlauf zwei Stürze und nach der letzten Hürde hatten. Deswegen versuchen wir da ein bisschen entspannter.